Warum ist es unmoralisch, keine Profite zu machen? Nun, normalerweise hörst du es wahrscheinlich genau andersrum, dass wenn du profitgierig, profitorientiert bist, dass du vielleicht ein schlechter Mensch bist, die Welt, die Menschen und das Universum ausbeutest. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung und wir begleiten jedes Jahr eine ganze Reihe von Menschen, sich selbstständig zu machen. Ja, und unterm Strich machen wir natürlich die Finanzpläne und da sollte unten was übrig bleiben, was keine Verlust eine Zahl darstellt, sondern einen Gewinn. Und dieser Gewinn, nun, den nennen wir unter anderem Profit. Ich weiß nicht, in welchem Elternhaus du groß geworden bist, in welcher Kultur, in welchem Umfeld, welche Freunde du hast, welche Partei du wählst. Aber je weiter du links von der Mitte kommst, desto mehr kann dir unterstellt werden, wenn du profitorientiert bist, dass du ein schlechter Mensch bist. Nun, und ich will heute das Gegenteil beweisen, dass du ein schlechter Mensch bist, ein unmoralischer Mensch vielleicht bist, wenn du ein Projekt, ein Vorhaben anfängst und du keinen Profit machst. Nun, das ist ein bisschen provokativ, aber ich habe dir ein Schaubild mitgebracht, wo wir gleich mal hineinschauen. Schauen wir uns nun die erste Unternehmensgründung an und da sieht die Umsatzkurve nach Abzug der Kosten dann als Ertrag unterm Strich so aus. Das bedeutet also, dieses Unternehmen macht Verluste. Wo geht ein Mensch hin, der jeden Tag arbeiten geht, aber am Ende des Monats Verluste macht? Nun, der geht dann zum Jobcenter und wird auf Kosten der Allgemeinheit, ja auf deine Kosten, wenn du Steuerzahler bist, wird er durchgefüttert, wird er ernährt. Ist das moralisch? Nun, ich glaube nicht. Wenn wir uns nun die zweite Alternative angucken, wir haben also einen Menschen, der macht sein Geschäft auf und der hat Einnahmen, der hat Ausgaben und unterm Strich bleibt die schwarze Null übrig, wie unsere Bundesregierung das so schön uns manchmal verkauft. Das bedeutet also, hier ist der Break-Even erreicht, BE. Keine Verluste macht das Unternehmen. Aber kann der zu Hause, der Unternehmer, seine Wohnung bezahlen? Kann er seine Versicherung bezahlen, sein Essen? Wohl kaum. Das bedeutet auch in dieser zweiten Alternative, wenn du etwas machst, was plus minus null ist, nun, dann kannst du wieder zum Jobcenter gehen und auch hier ist deine Aufgabe wieder, einen Antrag zu stellen, dass die Gemeinschaft, das heißt der Steuerzahler, wieder dich unterstützt. Ist das moralisch? Nun, für kurze Zeit sicherlich, wenn du auf der Gründung bist, wenn du Neustarter bist, wenn du also die Perspektive hast, ein Unternehmen aufzubauen, was langfristig Gewinne, Steuern abwirft und vielleicht Arbeitsplätze schafft. Aber wenn du das 10 Jahre machst, nun entscheide selbst. Ist das moralisch, 10, 20 Jahre auf Kosten der anderen zu leben? Wohl kaum. Nun, und selbst wenn du nun in die dritte Phase kommst und du schaffst, ein Unternehmen aufzubauen, ja, was vielleicht einigermaßen dann deine Lebenshaltungskosten deckt, dass du davon alles bezahlen kannst, was du privat machst. Aber deine Sozialversicherung, sprich also die Krankenversicherung, kannst du noch nicht decken. Nun, auch in diesem Fall wirst du wieder zum Jobcenter gehen und wirst auf Kosten der Allgemeinheit deine eigene Krankenversicherung, deine Kinder, deine Familie versichern lassen. Das kann eine gewisse Zeit super sein, aber wenn du das 20 Jahre machst, nun, ich weiß nicht, ob das moralisch ist. Und selbst wenn du in die vierte Phase reingehst und du kannst alle deine Lebenshaltungskosten, du kannst deine Krankenversicherung super bezahlen, du kommst so über die Runden und das machst du 10, 20, 30 Jahre und schließlich ist sie da, die Rente. Denn deine Leistungskurve, die geht nicht immer so hoch, deine körperliche. Deine Leistungskurve endet irgendwann bergab. Und wenn du an diesem bergab dann sagst, so, ich höre jetzt auf zu arbeiten, ich gehe jetzt in Rente. Nun, und du guckst als Selbstständiger auf deinen Rentenbescheid mit 178 Euro, dann wirst du wahrscheinlich davon deine Miete nicht bezahlen können und deine Lebenshaltungskosten und wirst entweder Flaschen sammeln gehen oder du gehst wieder zum Jobcenter oder in dem Fall ist es das Sozialamt. Nun, und wenn du dorthin gehst, wer bezahlt dich denn nochmal? Wieder die Steuerzahler, wieder die anderen, die mehr Profite gemacht haben, als du es gemacht hast. Das heißt, die letzten 20, 30 Jahre deines Lebens lebst du dann vom Sozialamt. Nun, ist das moralisch, sich dann auf Kosten der anderen versorgen zu lassen? Nun, entscheide selbst. Ja, und schließlich das Fünfte ist, wenn du dann vielleicht deine Lebenshaltungskosten, deine Sozial- und Krankenversicherung alles bezahlen kannst und deine Altersvorsorge noch zusätzlich zurückgelegt hast, weil die gesetzliche nicht ausreicht, nun, hier bei der fünften Alternative, da kann es dann sogar sein, dass du sogar etwas in die Gemeinschaft einzahlst. Jetzt hast du nämlich ein Unternehmen aufgebaut, was Profite macht,
was tatsächlich auch Steuern einzahlt und nicht die Steuern der anderen für dich auszahlen lässt. Erst der fünfte Punkt, der, wo du Profite machst, oberhalb deiner Lebenshaltungskosten, erst dieser fünfte Punkt ist vielleicht der, der moralisch vertretbar ist. Entscheide also nun selbst, wer ist tatsächlich hier der Unmoralische? Der, der in den ersten vier Alternativen auf Kosten der Allgemeinheit dauerhaft lebt? Nun, nichts gegen kurzfristige Versorgung, Engpässen oder Krisen oder Veränderungsphasen, das ist völlig normal. Aber wer 10, 20, 30 Jahre hier in den ersten vier Phasen hängt oder auch später als Angestellter immer nur kleines Geld verdient, nicht genügend Geld hat, nicht genügend Profit macht, um sich eine eigene Altersversorgung, eine eigene Eigentumswohnung, eine eigene Unternehmensbeteiligung aufzubauen. Nun, diese Menschen sind kurz- oder langfristig immer abhängig davon, dass andere, die Profit gemacht haben, Steuern bezahlt haben, sie mitversorgen. Wer ist nun der Unmoralische? Der, der sagt, hey, wenn ich meine Arbeitszeit investiere, dann suche ich mir Aufgabengebiete, wo ich so viel Wert und Nutzen schaffe, dass ich auch viel Profit machen kann. Und ich achte darauf, dass ich meine Kosten niedrig halte, dass ich nicht den großen Dienstwagen habe, nicht die teuerste Wohnung, nicht den neuesten Super Mac, sondern es reicht auch vielleicht ein Dell oder ein HP Laptop. Ich achte also auf, dass meine Kosten gering sind und die Differenz dazwischen, diesen Profit, den versuche ich zu maximieren, um meine eigenen Kosten zu tragen und um auch noch Steuern zahlen und anderen mitzufinanzieren. Der ist doch vielleicht derjenige, der moralisch nicht derjenige ist, dem man etwas vorwerfen kann. Die Frage ist vielmehr, wie würdest du diese vier Personengruppen einordnen, die sich langfristig auf den Lorbeeren, auf den Kosten, auf den Leistungen anderer ausruhen. Vielleicht sind es doch die eher, die unmoralisch sind. Die Entscheidung liegt bei dir. Die Entscheidung liegt aber auch bei dir, zu welcher Gruppe du gehörst. Wenn du zu den Menschen gehören willst, die ein Unternehmen, die Projekte, die Vorhaben aufbauen, die unterm Strich immer nicht nur eine schwarze Null, sondern eine große grüne Zahl namens Profit erwirtschaften. Und wenn du zu denen gehören möchtest, die gerne 1 Million oder 2 Millionen Steuern im Jahr zahlen, nun, dann bist du auch hier bei uns richtig. Dann kannst du gerne den Gutschein für ein kostenfreies Erstgespräch hier runterladen und mit uns gemeinsam dein Projekt, dein Vorhaben besprechen und gucken, wie können wir das auf die Straße bringen. Wie können wir dir helfen, dass du erfolgreich wirst? Wie können wir dich unterstützen, dass du große Profite einfährst und damit auch andere unterstützt. Ich wünsche viel Erfolg, empfehle uns gern weiter und abonniere unseren Kanal. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.